Was uns sicher auszeichnet, ist, dass wir sehr lösungsorientiert arbeiten. Ich sage jetzt mal, wir finden für wirklich fast jedes Problem eine Lösung. Wir machen sicher ganz klassische Schreinerarbeiten, vom Fenster über die Küche bis zum Möbel, Böden auch ab und zu. Ich bin Martin Stalder, Geschäftsführer der Stalder Innenausbau AG. Mein Vater hat die Firma gegründet vor 27 Jahren. Das Betriebsmotto ist ein bisschen das Logo, das wir hier haben. Das sind so die 4 bis 5 verschiedenen Teilgebiete, wo wir tätig sind. Und der 5. Teilgebiet, das Graue, sind Mitarbeiter. Das ist uns einfach wichtig, dass wir eine soziale Verantwortung haben, für die mit denen arbeiten, denen ein gutes Arbeitsumfeld geben. Ich bin Bruno, arbeite jetzt seit ca. 1,5 Jahren hier beim Stalder Innenausbau und bin als Projektleiter und zur Arbeitsvorbereitung angestellt. Früher haben wir auf 2D AutoCAD gezeichnet, haben auch Stückliste noch alles manuell gemacht, auch CNC-Programm selber programmiert und sind ca. vor einem Jahr umgestiegen auf CNT. Ich glaube, die 3D-Planung ist mittlerweile State of the Art. Also das ist das, wo man heute unterwegs sein muss. Die grösste Veränderung ist sicher, dass es auf alles einen Einfluss hat. Also es fängt wirklich bei der Kundenberatung an, wo man sagt, ja, wir machen Ihnen schnell ein 3D und hört bei der Baustelle auf, dass wirklich einfach alles gerüstet ist, alles vorbereitet ist. Der Arbeitsablauf ist vor allem einfacher geworden, durch das, dass wir nicht mehr Stücklisten manuell schreiben und auch viel durchgängiger, was auch das CNC-Programm angeht, was auch die Zuschnittlisten angeht. Und wir auch von Anfang an können 3D zeichnen und der Kundschaft auch direkt eine 3D-Darstellung können liefern, was natürlich den Verkauf viel einfacher macht. Ich bin Rico Mironi, arbeite seit 27 Jahren in dieser Firma, eigentlich schon seit der Gründung dabei und bin zuständig für Maschinen und arbeite auf allem. Wir haben hier die Infobohrung, haben einen Auszug, da hat es hier unten 2 Löcher und da kann ich jetzt hier messen mit einem Meter 50, das heisst, es gibt einen 500er Auszug, den man hier anschrauben muss und so vereinfacht es uns, wenn wir nicht lange suchen, nehmen wir den 500er Auszug und schrauben den ein. RWD macht hier natürlich eine grosse Ingenieursleistung vorab, die das probiert zusammenzufassen und uns die Daten zur Verfügung stellen. Das ist die Zukunft, das ist das, was es braucht.